Im Blick meines Vaters erkenne ich, wie fremd ich ihm geworden bin. Ich bin das Andere. Das für ihn nicht mehr Nachvollziehbare. Eine seltsame Laune der Natur, eine psychotische Verstimmung. Etwas, das man im besten Falle wieder zurechtrücken könnte. Etwas, von dem man fortan Abstand halten muss. Etwas, das er nie wirklich verstehen können, mit dem er sich nie wirklich identifizieren und verbrüdern, das ihm nie wirklich vertraut sein wird können. Papa. Nein, jetzt nicht. Lieber noch etwas warten. Ist eh gerade alles so anstrengend. Die Familie hat eh schon so viele Probleme. Papa ist doch schon so alt. Wollen wir nicht warten, bis er tot ist, ohne dass er erfährt, das würde ihm das Herz brechen. Er könnte das nicht verstehen. Ich meine, er kommt aus einer ganz anderen Zeit. Hat eine ganz andere Erziehung. Und in den Augen meines Vaters sehe ich, wie sich seine Einstellung mir gegenüber in Sekundenschnelle ändert. Ich bin nun eher Feind als Freund, Verbündeter ohnehin nicht mehr. Wir hatten schon immer ein schwieriges Verhältnis und jetzt ist es erst recht kompliziert. Im Blick meines Vaters erkenne ich, wie sein Gehirn alles absucht, alle Möglichkeiten, Erklärungsmuster. Was ist schiefgelaufen? Wann hat das wohl angefangen? Wo und wann genau war der Moment, der mich auf die falsche Bahn gebracht hat? Ist es etwas in meinem Kopf? Ist es meine Seele? Eine Krankheit? Eine kranke Seele. Und mit mehr Liebe und mehr Zuspruch, oder nein, vielleicht ganz im Gegenteil, mehr Stärke, Härte, Strenge. Was haben wir falsch gemacht? Bitte behalt das vorerst für dich und bring deine Duvaschen Kreise nicht mit hierher, weil dann können wir hier wegziehen und benutzen nicht mehr meinen Rasierapparat. Na klar, bleibst natürlich immer unser Sohn und kannst jederzeit nach Hause zurückkommen, wenn du magst, aber bitte. Vielleicht mehr Sport. Zu viel klassische Musik gehört als Kind. Mit Puppen gespielt. Willst du nicht auch mal diesen Psychiater da anrufen? Er stirbt ja sicher vor uns. Keine Enkelkinder. Das ist doch alles dumm, uns weh zu tun. Um uns zu provozieren und. Also es gibt da etwas, eine Sache, die das jetzt ist, was das ist. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Du sollst nicht lieben. Du sollst nicht du selbst sein. Du sollst dich nicht frei fühlen. Du sollst Angst haben. Du sollst dich schämen für das, was du bist. Du sollst deinen Körper hassen. Du sollst deinen Kindern Angst machen. Du sollst deine Kinder von uns sexuell missbrauchen lassen. Du sollst uns goldene Schlösser bauen. Du sollst nie widersprechen. Du sollst nicht denken. Du sollst dich verstecken. Du sollst nicht sein, der du bist. Du sollst nicht sein, der du bist. Du sollst nicht frei sein. Du sollst einsam sein. Du sollst dein Begehren nie ausleben. Du sollst nachts allein im Bett liegen und dich vor Sehnsucht und Verlangen verzehren und weinen. Ja, wein einfach. Wein. Küss mich, hol mich hier raus. Ich kann mich zurzeit mit nichts verbinden, mit nichts identifizieren. Nichts rettet mich, also küss mich. Aber küss mich so, dass du es meinst, dass du es ernst meinst, dass du mich meinst, dass du mich meinst, mich. Nur mich meinst und begehrst und willst und ohne mich nachts nicht mehr schlafen kannst. Küss mich, hol mich hier raus, beiß dich so fest, tu mir weh. Lass uns eins werden, jetzt, hier, sofort, lass uns alle Grenzen einreißen, die überhaupt zwischen Menschen bestehen können. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus aus diesem das hier, das. Turn away.